kein Mensch weiß wieso, kein Mensch weiß warum und kein Mensch weiß, wie es genau funktioniert. Aber wir wissen, dass es funktioniert und das nehmen wir einfach und bauen dann mit dem Computer und auch Telefone und diese ganzen normalen Mikrochips, Transistoren, die basieren auch alle auf Quantenmechanik. Also warum ist ein Quantencomputer, ein Quantenbit denn so toll und ein normales Bit denn so ordinär? Das kann man sich hier mal vorstellen. Also ein normales Bit ist ganz simpel, ja? Das kennt jeder, das ist 0, 1, Licht an, Licht aus. Oder in einem Transistor, in jedem Prozessor, in jedem dieser Telefone stecken ja Millionen. Und die können alle nur eine Sache, nämlich Ja oder Nein. Jetzt kommt aber die Quantenwelt. Das ist so die Eigenart eines Quantenbits. Das kann nicht nur 0 oder 1, sondern es kann 0 und 1. Kann sich einfach die Erde vorstellen. Und wenn wir sagen, der Nordpol ist 1, der Südpol ist 0, dann sind das die zwei Zustände, die ein klassisches Bit haben kann. Ne? 0 und 1. Jetzt haben wir aber dieses Quantenbit und das kann auch hier auf dem Äquator sitzen. Das kann auch 0,5 haben. Ja? Ja und Nein, so ein eindeutiges Jein. Ja? Es kann auch noch ein bisschen mehr. Es kann auch ein Jein hier drüben haben. Und auf jeden beliebigen Punkt, jede beliebige Kombination aus Ja und Nein, kann so ein Quantenbit einnehmen. Das alles gleichzeitig ist in der Quantenwelt der Fall. Was man hier sieht, das ist so eine Vakuumapparatur. Und hier unten ist es auf dem Foto drauf. Wenn wir reinschauen, sieht man also auch wunderbar diese Ionenfalle da hängen. Das ist so ein Mechanismus, ein Gerät, mit dem wir diese einzelnen Atome fangen. Und wie wir das machen, ist, dass also aus diesen kleinen Röhrchen, die da unten sind, da haben wir Calciumkrümel reingeworfen. Die heizen wir auf und wir verdampfen die. Und wenn dann da so ein ganz diffuser Dampf lang geht, schießen wir mit einem Laserstrahl drauf. Und der Laserstrahl klaut dem Calciumatom ein Elektron, der ionisiert ist. Und plötzlich fehlt ein Elektron, das Atom ist geladen. Aha, wunderbar, geladen, jetzt kann man es fangen. Und wenn es dann gefangen ist, ja, dann sitzt es da fest und kann nicht mehr weg. Das ist schon mal sehr schön, dann können wir damit arbeiten. Also wenn ich ein geladenes Atom habe, so ein Ion, und mache überall positive Ladungen hin, es ist positiv geladen, überall positiv, dann fällt es effektiv zur Seite raus. Und damit sie das nicht machen, sieht das dann so aus. Mein Demonstrationsatom würde zur Seite rausfallen, mein Ion. Ja, das rollt einfach runter und da kann man einfach trickreich sein. Und wenn man es schnell genug macht, dann kann ich das hier in die Mitte setzen. Ja, und man sieht so ein bisschen, es ist gefangen. Ja. Es möchte immer zur Seite raus, aber es schafft es nicht. Ja. Das Ganze müssen wir jetzt also auch mit unserer elektrischen Falle machen. Da machen wir das aber nicht so langsam wie hier, sondern da machen wir das relativ häufig. Ja. Also wir schalten 1000 Volt hin und her. Also 28 Millionen Mal pro Sekunde wechseln wir die Spannung. Ja. Laser. Das hier, dieser Wald, der da auf dem Tisch steht, das sind die Laser, die wir zum Kühlen nehmen und zum Detektieren. Und das, was man hier so sieht, das ist ein Riesenwald. Das sind nichts weiter als Spiegel und Linsen. Und solche kleinen schwarzen Kästchen hier, die schaffen es, das Licht an- und auszuschalten in einer Nanosekunde. Und was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, das Atom kommt doch aus dem Ofen. Wir kühlen das aber runter, und zwar mit Licht. Man kann tatsächlich mit Licht kühlen. Und das Schöne ist aber, das sind Laserstrahlen. Und Laserstrahlen sind halt eben spezielle Arten von Lichtstrahlen, die bewegen sich wirklich auf einem wohldefinierten Pfad. Das sieht man hier auch nicht wirklich viel. Da hinten sieht es eigentlich sehr dunkel aus. Und da ist es aber überhaupt nicht dunkel, da ist es richtig hell. Sieht man aber nicht. Warum? Weil es Infrarotstrahlen sind. Nachtsichtgerät und fluoreszierende Karten. Wenn ich die hier reinhalte, dann sieht man, da leuchtet es rot. Was wir da sehen, ist wieder unsere klassische Welt. Ja, ja nein. Stuhl steht hier oder steht nicht da. Immer wenn wir hinschauen, ist es entweder da, oder es leuchtet halt nicht, wenn wir eine gewisse Operation gemacht haben. Also das sind jetzt hier 15 solche Atome. Da bräuchte man auf einem Computer schon sowas wie, ich glaube, 160 Terabyte, nur um das hinzuschreiben, den Zustand. Hört sich irre an, ja, ist also auch verdammt viel. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Quantenmechanik ja diese Gleichzeitigkeit erlaubt. Und wie kommen wir dann jetzt aber auf von 0 und 1 in unserer Welt, wie kommen wir dann auf 0,5 Statistik? Und unsere Experimente laufen so, dass wir pro Sekunde 50 Mal oder 100 Mal nachfragen. Also nachfragen tun wir mit Laserdrüsen und dann kriegen wir solche Bilder raus. Und aus solchen Bildern kann man dann wieder Kurven generieren und kriegt dann irgendwann solche komisch aussehenden Diagramme. Illusion Refrigerator, Dill Fridge, der also hier mit vielen Schichten von Stahl und Kupfer ummantelt wird und dann runtergekühlt wird mit so einem Mischverfahren zwischen verschiedenen Heliumsorten. Und der geht eben nicht nur auf das, was man so mit flüssigem Stickstoff kennt oder flüssiges Helium, das wären 4 Kelvin. Also schon noch über 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt, der geht bis auf wenige Tausendstel, bis auf wenige Hundertstel ran. Was man hier sieht, sind, ja, es gehen ein Haufen blaue Kabel da rein. Das da rechts sind im Prinzip ferngesteuerte Signalgeneratoren, die vom Computer ferngesteuert werden oben. Die schaffen es, einfach elektrische Pulse in Sequenzen zu schießen. Also wenn wir drüben Laserpulse schießen, haben die einfach hier normale elektrische Signale. Da unten dran, das ist einfach nur ein ganz kleiner Chip aus Kupfer, sieht erstmal noch nicht viel aus. Aber wenn man den runterkühlt damit,
zeigt er eben auch Quantenphänomene. Und das Tolle ist, diese Chips, die werden in genau denselben Fabriken oder mit derselben Technologie hergestellt wie unsere heutigen Mikrochips, unsere heutigen Computer. Deshalb ist es also eine wunderbare Technologie, wenn man es schafft, die auch so gut zu kontrollieren, wie wir unsere Atome drüben kontrollieren. Ja, dann ist das der Weg und dann sieht der Quantencomputer auch so aus. Das heißt ja immer so Quantensprung, ein Quantensprung für. Und immer an der Stelle muss eigentlich jeder Physiker so ein bisschen schmunzeln, weil ein Quantensprung das Kleinste ist, was man machen kann. Ein Quantensprung ist das, was ein Elektron machen kann, wenn es von einem Energieniveau auf ein anderes springt. Und kleiner geht es nicht. Ja, Quantenmechanik, das ist ein Quant. Das ist das Kleinste, was überhaupt geht.